Scheiße. Und Frau Merkel, soweit ich gut informiert bin, Sie trugen auch in manchen Akten den Vornamen Erika. Wir haben auch, als bis vor kurzem noch, Gott sei Dank, abgelöst, eine Frau Lieberknecht, die auch aus dem Pfaffenecke kommt. Und sie ist damals an die Macht gekommen durch ihr Kumpel Matschi von der SPD, der auch ein Pfaffensohn ist, wie zufällig. Und der Herr Matschi hatte nichts Besseres zu tun, als SPD-Chef in Thüringen die CDU an die Macht zu bringen. Aber das ist nicht erstaunlich, weil ich glaube bei Herrn Matschi, dass sein Name eine Bezeichnung ist für seine Gehirnmasse. Partei vertreten. Ich erinnere auch bei den Grünen in Thüringen an Frau Göring-Eckardt. Ich staune immer noch, dass sie nicht nur Eckardt heißt in diesem Land und dass sie noch Göring heißt. Diese Leute, die uns verunglimpfen, ja, und die uns als Bevölkerung, nicht nur in Deutschland, aber in Frankreich und in ganz Europa, die Flüchtlinge aufzunehmen, die Flüchtlinge geworden sind, dank ihrer Politik als Vassale von Amerika. Die Flüchtlinge sind Flüchtlinge geworden, weil diese EU, in welcher wir leben, nichts Besseres zu tun hat, als die NATO-Interessen und die amerikanischen Interessen zu vertreten. Und wir haben nicht persönlich gegen Menschennöte. Aber es kann nicht sein, dass unsere Politiker gleichzeitig Kriege führen und unterstützen aus kapitalistischen und geopolitischen Interessen und dass sie Menschen in den Tod bringen unter amerikanischen und europäischen Bomben und dass die Überlebenden über Mittelmeer in überfüllten Booten ihr Leben riskierend hierher kommen, weil ihnen erzählt wird, dass wir in einem Eldorado leben. Mich wundert immer noch, woher das Geld kommt. 500 Euro pro Tag pro Flüchtlingen, wo wir kein Geld haben für unsere eigenen Arbeitslosen und Leute in der Not. Ich muss leider gleich Schluss machen, aber bevor ich Schluss mache, möchte ich die Gelegenheit nicht verpassen, an die Adresse der bezahlten Idioten drüben, die gegen demonstrieren. Zu diesen Leuten, die es immer wieder wagen zu sagen, dass auf diesem Land und auf dieser Stadt ganz besonders nicht genug Bomben gefallen sind. Sag ich denen, lieber Flüchtlinge aus Syrien als solche Deutschen in Deutschland.